Freut mich sehr, dass ich heute hier sprechen darf. Möchte die Gelegenheit am Anfang gleich nutzen, um mich zu bedanken bei der Essel Foundation und beim Zero Project für all die Arbeit, die für die Inklusion hier geleistet wird. Wir haben uns ja schon öfters getroffen. Das ist das zweite Mal bei einer öffentlichen Veranstaltung. Einer meiner ersten öffentlichen Reden waren im Parlament zum Zero Project zur Vorstellung. Aber auch dazwischen haben wir uns getroffen und es freut mich sehr, dass es auch heute wieder ein Treffen gibt und die Möglichkeit auch dieses Projekt und diese Arbeit, die hier geleistet wird, auch zu würdigen. Wir haben insgesamt am Arbeitsmarkt, und ich starte vielleicht mit der ganz allgemeinen Entwicklung, glücklicherweise nach einem sehr schwierigen Jahr im letzten Jahr doch wieder eine einigermaßen gute Entwicklung, die wir verzeichnen können. Die Arbeitslosigkeit ist die letzten Wochen und Monate sehr stark gesunken. Wir haben immer noch Probleme in gewissen Bereichen des Arbeitsmarkts, wenn wir in die Bereiche schauen, wo es noch behördliche Einschränkungen gibt, wo die Grenzschließungen eine Rolle spielen. Aber wir haben in vielen anderen Bereichen des Arbeitsmarkts glücklicherweise wieder eine Lage, die gar nicht mehr so weit von der entfernt ist, die wir vor der Pandemie hatten. Das betrifft jetzt die Bauwirtschaft zum Beispiel, das betrifft den Bereich der Industrie, der Exportwirtschaft vor allem, betrifft aber auch andere Bereiche, wo es wieder viel Nachfrage und viel Beschäftigung gibt. Wenn man den Vergleich zieht, Juni 2021 zu Juni 2019, dann ist die Arbeitslosigkeit zwar noch höher jetzt, allerdings nur mehr unter Anführungszeichen um 25.000 Personen. Wir nähern uns also langsam dem Vorkrisenniveau an. Natürlich auch immer mit der Vorsicht, dass es vielleicht nicht so weitergeht wie die letzten Wochen, wo die Zahlen der Arbeitslosen stark zurückgegangen sind und dass es noch weiter viele Menschen in Kurzarbeit gibt. Das heißt, auch da gibt es natürlich die Notwendigkeit, diese Kurzarbeit abzubauen und wieder zurückzukommen auf ein Vorkrisenniveau. Die Kurzarbeit gab es auch vor der Krise, aber natürlich viel, viel weniger ausgeprägt, als wir das jetzt haben. Wir haben im Moment 300.000 Personen für Kurzarbeit vorangemeldet, werden viele nicht abgerechnet werden, weil viele Betriebe gerade im Bereich Tourismus, Gastronomie, Kurzarbeit aus Vorsichtsgründen vorangemeldet haben, aber jetzt durch die Öffnungen die Menschen wieder voll in Beschäftigung gekommen sind. Diese gute Lage, diese vergleichsweise gute Lage, verbunden mit der Hoffnung, dass es keine Rückschläge bei der Pandemiebekämpfung gibt, eröffnet jetzt natürlich auch wieder die Chance, die Möglichkeit und auch die Kapazität in all den Institutionen, die verantwortlich sind, um auf Zielgruppen am Arbeitsmarkt näher einzugehen. Und wir haben viele Zielgruppen am Arbeitsmarkt, die besonders Berücksichtigung finden müssen. Und eine Zielgruppe ist natürlich die Zielgruppe jeder Menschen, die gesundheitliche Einschränkungen hat, die besondere Talente hat. Das sind Menschen, die im Zusammenhang mit Inklusion eine große Rolle spielen. Und ich möchte heute ein bisschen über Inklusion und Digitalisierung sprechen, die Chancen, die sich daraus ergeben und wie die vielleicht genutzt werden können. Ich sage, bevor ich dazu komme, vielleicht noch zwei Sätze zur Lage von Menschen, die als begünstigt Behinderte am Arbeitsmarkt in Österreich tätig sind. Das sind die, die wir statistisch auch erfassen. Die anderen sind gar nicht so gut statistisch erfasst, klarerweise. Da haben wir zwar einen Anstieg der Arbeitslosigkeit gesehen in der Pandemie. Glücklicherweise ist aber der Anstieg bei weitem nicht so stark gewesen, wie das im Durchschnitt in Österreich der Fall war. Wir wissen aber auch, und deswegen jetzt auch die Wichtigkeit, sich darum zu kümmern, dass der Rückgang der Arbeitslosigkeit bei dieser Gruppe meistens auch langsamer erfolgt, als das bei anderen Gruppen im Aufschwung dann der Fall ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der technologische Wandel wird uns gerade, was diese Gruppen betrifft, zwar auch vor zentrale Herausforderungen stellen, aber aus meiner Sicht auch große Chancen bieten. Der wichtige Punkt aus meiner Sicht ist, dass der technologische Wandel nicht etwas ist, was uns vorgegeben ist, wo wir keine Möglichkeit haben, diesen zu gestalten, sondern dass er sozial eingebettet ist, dass es Innovationen gibt, die wir entscheiden, wie wir sie nutzen, wie wir sie einsetzen und welche Effekte damit am Arbeitsmarkt verbunden sind für alle Menschen. Es wird natürlich Veränderungen geben die nächsten 10, 15 Jahre am Arbeitsmarkt. Es wird neue Tätigkeiten geben, es wird neue Möglichkeiten geben. Es werden aber auch Tätigkeiten verloren gehen, verschwinden. Es werden zum Teil auch Berufe möglicherweise verschwinden. Und es geht darum, die Chancen, die es gibt, aus dieser Digitalisierung zu nutzen und sie so zu gestalten, dass der Wandel, der digitale Wandel
gemeinsam sozial, gesellschaftlich gestaltet wird und nicht irgendwie erlitten wird und praktisch als etwas angesehen wird, das auf einen hereinbricht, aber nicht beeinflussbar ist. Wichtig ist auch, dass diese digitale Entwicklung, die wir haben, und wir haben ja die digitale Entwicklung seit mehreren Jahrzehnten, sie war schrittweise, sie beschleunigt sich jetzt etwas stärker, sicherstellt, dass der Arbeitsmarkt alle Gruppen einschließt. Das heißt, digitale Inklusion muss sich an den Bedürfnissen der Menschen orientieren. Welche Chancen ergeben sich daraus aus meiner Sicht? Erstens natürlich die Kombination von technischen, sozialen Innovationen, die insbesondere Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen weitere und bessere Chancen bietet. Wenn wir das gut nutzen, dann schaffen wir es auch, inklusivere Arbeitsmärkte und attraktivere Arbeitsplätze zu schaffen. Und mir ist sehr wichtig, da auch zu sagen, dass da die Grenzen oft verschwimmen. Wir sprechen ja auch zum Beispiel oft über die Benachteiligung von älteren Menschen am Arbeitsmarkt. Und die haben tatsächlich größere Schwierigkeiten, wenn sie einmal ihren Arbeitsplatz verloren haben, wieder einen Arbeitsplatz zu finden. Und auch da ist es wichtig, einfach die Chancen und die Möglichkeiten zu nutzen. Ich habe gestern ein sehr schönes Projekt vorstellen dürfen, das es seit 4 Jahren gibt. Da geht es um die sogenannte Demografieberatung, wo es darum geht, Unternehmen zu unterstützen, älteren Arbeitnehmern einen altersgerechten, einen alternsgerechten Umgang, eine Umwelt am Arbeitsplatz bereitzustellen, damit sie länger im Betrieb bleiben. Und ich glaube, das ist auch ein Beispiel dafür und genauso ist es, was Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen betrifft und bei der Inklusion von Menschen mit Behinderung, dass wir es schaffen, das Arbeitsumfeld so zu gestalten, dass es gelingt, möglichst viele im Arbeitsleben zu halten und daraus auch produktive Arbeitsplätze zu schaffen. Die Digitalisierung stärkt die Inklusion von Menschen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt aus meiner Sicht. Es gibt viele Möglichkeiten, die sich in den letzten Jahren ergeben haben, aber das ersetzt nicht, und das ist mir auch sehr wichtig zu sagen, die Notwendigkeit von politischen Maßnahmen. Es gibt eine Notwendigkeit aus meiner Sicht, dass wir das Thema sehr differenziert betrachten, dass es auch einen politischen Einfluss und die Regelungsnotwendigkeit gibt, um Inklusion auch möglich zu machen, weil die Technologie alleine wird nicht alles lösen. Die Technologie insgesamt wird viele Menschen am Arbeitsmarkt vor Veränderungsnotwendigkeiten stellen. Wir haben natürlich eine Veränderung bei der Notwendigkeit, digitale Kompetenzen zu erlernen. Auch da gibt es große Fortschritte und auch viel an neuen Entwicklungen auf der Ebene der Europäischen Union. Es gibt die Notwendigkeit, sich permanent fortzubilden. Ein Ziel der Europäischen Union, das am Gipfel der Staats- und Regierungschefs im Mai in Porto beschlossen wurde, ist, dass jeder unselbstständig Beschäftigte in Österreich, ich sage es anders, dass 60% der unselbstständig Beschäftigten in Österreich einmal im Jahr mindestens eine Fortbildung, eine Qualifikationsmaßnahme bekommen müssen. Das ist ein großes Ziel, aber ein notwendiges Ziel aus meiner Sicht, um den Arbeitsmarkt der Zukunft so zu gestalten, dass auch alle diese Kompetenzen erlangen, die man braucht, um erfolgreich zu sein. Und digitale Kompetenzen werden ein ganz wichtiger Aspekt sein. Inklusion wird dabei eine große Rolle spielen. Er kann oder sie kann als Innovationsschub für die gesamte Organisation in Betrieben gelten. Sie ermöglicht, nicht mehr funktionierende und wenig inklusive Prozesse zu hinterfragen und sie neu aufzusetzen, dadurch Abläufe und die Ergebnisse im Betrieb zu verbessern. Im Arbeitsministerium setzen wir besondere Maßnahmen zur Unterstützung von Menschen, die gesundheitlich eingeschränkt sind. Das passiert nämlich vor allem durch das AMS, aber ich halte das auch für den zentralen Schlüssel für den Wirtschaftsstandort Österreich. Wie gesagt, es gibt viele Menschen, die in der einen oder anderen Form am Arbeitsmarkt Unterstützung brauchen und es geht darum, dieses Potenzial zu heben, gerade auch angesichts der demografischen Entwicklung, angesichts des Fachkräftemangels und angesichts der sozialen und gesellschaftlichen Aufgabe, der wir uns alle stellen müssen. Und das Ziel der Inklusion, glaube ich, stellt niemand in Frage.
Besonders in der Zeit nach Corona ist der persönliche Austausch mit Ihnen uns ein sehr großes Anliegen. Und ich lerne auch sehr viel aus diesen Gesprächen und versuche daraus die richtigen politischen Schlussfolgerungen zu ziehen, um die Rahmenbedingungen weiter zu verbessern. Und werde mich auch in Zukunft dafür einsetzen, dass das weiter gelingt und dass wir die Inklusion, so gut es geht, im Rahmen dessen, was das Arbeitsministerium leisten kann, gestalten. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.